Forum Ernährung heute. Sachlich, informativ, am Punkt. Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Ausgabe von FEH Live im Talk. Mein Name ist Elisabeth Sperr. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forum Ernährung heute und darf mich heute zum Thema Fett mit zwei tollen Experten unterhalten. Virtuell bei mir zu Gast, und ich darf Sie jetzt auch zu mir bitten, sind Professor Dr. Stefan Lorkowski von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort hat er den Lehrstuhl für Biochemie und Physiologie der Ernährung seit 2015 inne und beschäftigt sich im Rahmen seiner Forschungsarbeiten unter anderem mit Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Einen schönen guten Nachmittag, Herr Professor Lorkowski, und auch beim Dr. Schreiner sollte es auch funktionieren. Wunderbar, jetzt haben wir uns alle beieinander. Auch den Herrn Privatdozenten Dr. Schreiner darf ich vorstellen. Er ist Dozent für Lebensmittelwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien und arbeitet mit in der Arbeitsgruppe für Lebensmittelchemie und ist dort historisch, wie er selber sagt, zuständig für alles, was mit dem Thema Fett zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass wir Sie beide heute hier haben. An Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Hause. Wir haben ein tolles Chatfenster, das kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile schon aus sämtlichen anderen Webinaren. Da können Sie jederzeit uns Fragen stellen an unsere Experten. Und wir werden es dann versuchen, zeitnah auch zu beantworten. Gut, nachdem wir die organisatorischen Sachen geklärt haben, starten wir gleich mitten hinein ins Thema. Fett zählt neben Kohlenhydraten, Eiweiß und Alkohol ja zu den energieliefernden Nährstoffen in Lebensmitteln. Mit 9 Kilokalorien pro Gramm hat Fett etwa doppelt so viel Energie wie Eiweiß und Kohlenhydrate, die ja einen Brennwert von 4 Kilokalorien pro Gramm haben. Lediglich Alkohol liegt mit 7 Kilokalorien pro Gramm ein bisschen näher. Und daher steht Fett seit geraumer Zeit auch im Zentrum wissenschaftlicher Überlegungen rund um Zusammenhänge zwischen Fettmenge und Fettqualität. Auch die Beteiligung des Fetts an der Entstehung von ernährungsassoziierten Erkrankungen wie Adipositas, koronaren Herzerkrankungen und Diabetes wird vielfach erforscht. Herr Lorkowski, wenn wir uns das jetzt anschauen, die hohe Energiedichte und auch die Assoziation mit den Erkrankungen, klingt das jetzt einmal wenig positiv. Also viele Menschen haben ja auch ein sehr negatives Bild von Fett und haben das quasi als bösen Nährstoff abgespeichert. Tatsächlich brauchen wir ja Fett auch als Nährstoff. Welche Funktionen erfüllt denn das Fett bei uns im Körper? Ja, auch von meiner Seite zunächst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Vom biologischen Seite her gibt es natürlich wenig, wofür wir Fett zwingend brauchen. Natürlich haben wir unsere essentiellen Fettsäuren und auch vor allen Dingen die im Fett gelösten, fettlöslichen Vitamine. Aber ansonsten muss man natürlich sehen, dass eben neben den essentiellen Fettsäuren der Körper auch die Fette erstmal nicht grundsätzlich braucht. Ich sage das deswegen immer ganz bewusst so deutlich, weil wir neben der eigentlichen Funktion der Energielieferung ja keine echten Referenzwerte haben, die an einem Bedarf sich orientieren, sondern es sich tatsächlich nur, ähnlich wie bei den Kohlenhydraten, um Orientierungswerte handelt. Das heißt also zumindest die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zusammen mit ihren beiden Partnern in der Schweiz und Österreich empfehlen ja immer so um die 30 bis 35 Energieprozent Fettanteil. Und dieser Wert ist eben ein Orientierungswert, der sich nicht wie der Wert für Protein an einem Bedarf orientiert. Man geht grundsätzlich davon aus, dass man mit einem relativ größeren Bereich sich gesund ernähren kann. Das heißt also auch mit weniger und mehr Fett kann ich grundsätzlich die essentiellen Fettsäuren und die fettlöslichen Vitamine in ausreichenden Mengen aufnehmen. Und wie gesagt, bis auf die essentiellen Fettsäuren ist Fett an sich dann auch erstmal nur ein Energielieferant. Dankeschön. Herr Schreiner, Sie kommen von der technologischen Seite. Auch in unseren Lebensmitteln spielt Fett immer wieder eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Wofür verwenden wir es denn da? Welche Funktion hat Fett in Lebensmitteln?
sage ich Ihnen gerne gleich, also auch einen herzlichen, schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Ich wollte nur noch etwas zum Kollegen dazu sagen, auch wenn ich nicht der Ernährungsexperte bin, aber wenn man das natürlich vergleicht mit Proteinen und auch Kohlenhydraten eigentlich, dann ist das Besondere beim Fett, dass wir es ja eigentlich in den Körper einbauen. Das heißt, die Fettsäuren, die wir zu uns nehmen, zumindest die essentiellen, die sind also zumindest in unser Körperfett ist ein Spiegelbild oder ein Zerrbild dessen, nicht? Wohingegen wir ja Proteine vollkommen in eigene Proteine umbauen. Und das ist also der Grund, warum das auch ernährungsphysiologisch immer scharf diskutiert wird. Von der technologischen Seite her ist es klar, es ist ein wesentlicher Bestandteil in Lebensmitteln und macht dann natürlich von der gesamten Konsistenz her, vom Mundgefühl, von der Sättigungsgefühl natürlich dann auch, spielt das eine große Rolle. Und wir sind natürlich auch evolutionär darauf hingepolt, dass uns das Fett auch schmeckt. Das ist ja Geschmacksträger und daher nehmen wir es gern zu uns, nicht? Das ist einfach der Punkt. Es gibt natürlich auch viele negative Dinge, zum Beispiel, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt noch, dass Fett natürlich auch ein gutes Lösungsmittel nicht nur für Vitamine ist, sondern auch für Kontaminanten, nicht? Die reichern sich da auch ganz gerne an. Das ist eine Sache, die also vor allem tierische Fette betrifft, weil das ja über die Nahrungskette meist angereichert wird. Ja, aber das sind im Wesentlichen so die Punkte. Natürlich technologisch auch die Funktion, wenn man jetzt ans Frittieren denkt, als Wärmeüberträger, ne, da will man ja eigentlich nicht, dass das Frittierfett sonderlich dann in die Nahrung übergeht, aber es macht es trotzdem, aber das ist also auch ein technologisch wichtiger Punkt beim Fett. Dankeschön, guter Sprung ins Thema gleich, jetzt merken wir schon, wie das durchaus diskutiert wird. Fette und Öle sind ja Bestandteile unserer Nahrung und werden in vielfältiger Art und Weise Speisen und Lebensmittel zugesetzt. Auch im Hinblick auf die gesundheitlichen Auswirkungen haben Sie ja vorhin schon angesprochen, Herr Lokowski, dass die Dachgesellschaften einen Bedarf von 30 bis 35 Energieprozent der Gesamtenergiezufuhr des Tages den Fetten zugedacht haben. Wie kommen denn diese Empfehlungen zustande? Genau. Ja, ich darf Sie da nochmal ganz kurz korrigieren. Das ist kein Bedarf und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Letztlich sind diese Empfehlungen zur Fettzufuhr Orientierungswerte, die darauf basieren, dass man mit einer Ernährung durchschnittlich, die diese Fettkomponente oder Fettmenge enthält, eben die entsprechenden essentiellen Fettsäuren, auch fettlöslichen Vitamine in ausreichenden Mengen aufnimmt. Deswegen ist unser Körper da auch relativ flexibel. Also das sind Studien von Frank Hugh aus den USA, von Harvard, die sehr schön gezeigt haben, dass man sich auch mit recht wenig Fett sehr gesund ernähren kann, solange man eben alle fettlöslichen Vitamine und essentiellen Fettsäuren ausreichend aufnimmt, genauso auch eben entsprechend mit Low-Carb-Ernährung sich gesund ernähren kann. Deswegen ist tatsächlich dieser Wert 30 bis 35 nur ein Orientierungswert, der vor allen Dingen, sagen wir mal, dem Verbraucher es ermöglichen soll, sich zu orientieren, weil letztlich, und das zeigen eben auch Modellierungen, man eben mit deutlich weniger und auch deutlich mehr Fett eben das Gleiche erzielen kann. Und Ähnliches gilt natürlich auch für die Kohlenhydrate, die eben entsprechend ja nicht für uns essentiell sind. Auch dieser Wert kommt nicht direkt über einen Bedarf zustande, sondern soll im Prinzip auch über die Empfehlung halt eben von Gemüse, Obst und vor allen Dingen Vollkorn sicherstellen, dass wir eben vor allen Dingen auch ausreichend Energie und ausreichend Ballaststoffe und die mit diesen Lebensmitteln assoziierten Vitamine und Mikronährstoffe aufnehmen. Dankeschön. Herr Lokowski hat es gerade angesprochen, der Körper ist durchaus sehr adaptiv, was die jeweilige Aufnahme betrifft. Allerdings, die Zusammensetzung der Fettmenge spielt ja eine durchaus essentielle Rolle, das haben Sie auch schon angesprochen. Da gibt es die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Herr Schreiner, werden Sie mal so im Netz das einfach mal so ein bisschen zum Reißen, was das ist und wo denn jeweils, in welchen Lebensmitteln die jeweiligen Fettsäuren enthalten sind. Ja, also ich werde es versuchen, möglichst kurz zu machen. Fettsäuren, wenn man das so im Bild hat, das sind also Moleküle, die eine Säuregruppe haben und dann eine sehr lange Kohlenwasserstoffkette, so etwa zwischen 16 und 22 Kohlenstoffen. Und die können also die eine oder andere Doppelbindung beinhalten. Also eine Doppelbindung, da fehlen sozusagen dann zwei Wasserstoffe und stattdessen bildet sich eine Doppelbindung. Und das hat im Organismus den
Effekt, dass also der Schmelzpunkt der Fette niedriger ist bei ungesättigten Fettsäuren, vor allem bei der Cis-Konfiguration. Und aus dem Grund enthalten vor allem Pflanzen höhere Anteile an ungesättigten Fettsäuren, weil die ja natürlich je nach Klima auch in ihrem klimatischen Temperaturumgebung irgendwo die Fette in einem normalen halbflüssigen Zustand halten müssen. Tierischen Fetten, also von Warmblütlern, ist das natürlich anders. Da ist der Anteil nicht so hoch an den ungesättigten Fettsäuren, weil die eben eine Körpertemperatur haben. Jetzt muss man dazu sagen, eben, Kollege hat schon angesprochen, also es gibt essentielle Fettsäuren, die haben also einfach gesprochen Doppelbindungen an Stellen, die also der tierische Organismus nicht einbauen kann. Das können nur Pflanzen. Das sind also im Wesentlichen die Linol- und die Alpha-Linolensäure, also Omega-6, Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht einen Punkt noch dazu, und der ist eben auch wichtig, jetzt auch von der technologischen Seite her, dass die ungesättigten Fettsäuren, also diese Doppelbindungen, sind auch Stellen, wo Oxidation stattfindet. Ja, das heißt, dort setzt dann die Autooxidation an, und deshalb brauchen natürlich gerade sehr ungesättigte Fette dann auch entsprechende Antioxidantien. Also in den Pflanzenölen haben wir dann in der Regel Tocopherole als Hauptantioxidant, auch andere drinnen. Und das ist also der zweite Aspekt, der da wichtig ist. Ja, ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Wir können gerne in Details auch. Wunderbar. Herr Lukowski, wie sieht es denn bezüglich der Zufuhr mit gesättigten, ungesättigten Fettsäuren im Verhältnis aus? Was sollten wir denn da haben und was haben wir denn tatsächlich? Ja, da sprechen Sie natürlich genau den Diskussionspunkt an, der die letzten Jahre sehr vehement diskutiert wurde, gerade im letzten Jahr auch nochmal sehr stark von der kardiologischen Expertise aufgegriffen wurde, weil eben, sagen wir mal, viel diskutiert wird, ob gesättigte Fette tatsächlich gesundheitsschädlich sind. Und wir sehen halt eben hinsichtlich der gesundheitlichen Wirkung neben dem Bedarf an essentiellen Fettsäuren halt eben auch gesundheitliche Effekte bei den gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema, wobei ich immer relativ einfach sage, die Datenlage ist eigentlich klar. Also es gibt entweder Studien, die nichts gefunden haben, oder es gibt Studien, die gezeigt haben, dass gesättigte Fette gesundheitsschädlich sind. Und das Ganze ist auch eine dosisabhängige Beziehung, die dort zu sehen ist. Und wir die Datenlage insofern hinsichtlich der Fettzusammensetzung haben, dass wir eben möglichst Fett in ungesättigter Form aufnehmen sollten. Wobei eben ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 berücksichtigt werden soll. Wobei wir, wenn man ganz genau in die Literatur hinschaut, dort keine Evidenz haben für ein Verhältnis von 3:1, 5:1 oder anderweitig. Und dass nach Möglichkeit die restliche Energie in Form von ungesättigten Fettsäuren aufgenommen werden sollte, also einfach ungesättigten Fettsäuren, die hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Wirkung, auch da gibt es sicherlich Diskussionsbedarf anhand der Studienlage, aber eher neutral hinsichtlich der Gesundheit sind, die gesättigten Fettsäuren dann aber eben in größeren Mengen verzehrt, vor allen Dingen, wenn sie eben vor allem auch von Lebensmitteln verzehrt werden, die gleichzeitig noch eben zu einer zu hohen Kalorienaufnahme und Energieaufnahme führen und auch noch vielleicht einfache Kohlenhydrate enthalten, dann eben gerade im kardiometabolischen Bereich eben der Gesundheit abträglich sind. Die Dachgesellschaften empfehlen ja meines Wissens nach ein Verhältnis von 5:1 aktuell. Warum ist denn dieses Verhältnis so wichtig? Wieso reden wir denn überhaupt über diese zwei Fettsäuren? Also was sind denn das hier quasi auch ein bisschen Art Gegenspieler? Vielleicht könnten Sie das mal kurz umreißen für unser Publikum. Ja, wie gesagt, das Verhältnis 5:1 ist tatsächlich ein Verhältnis, das nicht wirklich hart durch Evidenz untermauert ist. Was gut untersetzt ist, ist halt, dass zu viel Omega-6-Fettsäuren und zu wenig Omega-3-Fettsäuren ein Problem sind. Was physiologisch wichtig ist, ist zum einen, dass beide Fettsäuren eben in der Regel kettenverlängert werden. Und wenn wir sie mit der Nahrung aufnehmen und vor allen Dingen auch Oxidationsprodukte über enzymatische Stoffwechselwege und auch zum Teil nicht enzymatische Stoffwechselwege entstehen. Und hier fängt es dann tatsächlich nach allem, was wir heute wissen, an, ein bisschen komplizierter zu sein, als wir das auch früher gesehen haben. Wir haben früher mal ganz klassisch gesagt, die Omega-6-Fettsäuren sind die proinflammatorischen Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, die antiinflammatorischen Fettsäuren.
Wir wissen heute, dass zum Beispiel im Leukotrienstoffwechsel natürlich Entzündungsmediatoren aus vor allen Dingen der Arachidonsäure entstehen. Wir aber auch hier die Bildung von sogenannten antiinflammatorischen Mediatoren haben, die allerdings in ihrer Wirkung zeitlich verzögert einsetzen, im Gegensatz zu den zunächst gebildeten Mediatoren. Und bei den Omega-3-Fettsäuren sind eben vor allen Dingen die Konversion zu EPA und DHA, also den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, wichtig, die eben dann genauso wie eben die Leukotriene aus der Arachidonsäure in Mediatoren umgesetzt werden können, das heißt durch oxidative enzymatische Prozesse in Moleküle, die dann nicht nur antiinflammatorische Wirkung haben, sondern vor allen Dingen aktiv am Abbau der Entzündung beteiligt sind. Das heißt, im Gegensatz zu den Omega-6-Fettsäuren haben wir hier einen aktiven resolutionsfördernden Mechanismus. Es entstehen auch Moleküle, die danach benannt worden sind, die sogenannten Resolvine, die zu der Gruppe der speziellen Lipidmediatoren gehören, die eben aus diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren entstehen. Und das sind Fettsäuren oder Fettsäuren-Mediatoren, die tatsächlich dann auch erst im Rahmen eines Entzündungsprozesses entstehen. Das heißt also genauso, wie eben bei einer Entzündung proinflammatorische Mediatoren gebildet werden, werden aus der Omega-3-Reihe, eben aus den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, dann diese entzündungsauflösenden Mediatoren zeitversetzt gebildet, um dann eben ganz klassisch diesen Entzündungsprozess nach der Einleitung ganz aktiv auch zum Abklingen zu bringen. Schön, danke sehr. Das heißt, die unterschiedlichen, nehmen wir es mal Pflanzenöle her, haben ja auch unterschiedliche Fettsäurezusammensetzungen. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl und Olivenöl sind so tatsächlich die vier großen Pflanzenöle, die einfach wahrscheinlich in vielen Küchen so zu Hause herumstehen. Bezüglich Omega 6 und Omega 3, haben Sie da einen Favoriten, Herr Lakowski? Ja, wenn man geschmacklich damit umgeht, in der kalten Küche natürlich das Leinöl tatsächlich, weil es eben gerade eben für uns in der Region eine sehr, sehr gute Omega-3-Quelle darstellt. Vor allen Dingen halt eben große Mengen, auch im Vergleich zu den anderen Ölen wie eben Rapsöl, Hanföl, wirklich deutlich größere Mengen an Omega-3-Fettsäuren enthält. Sag mal, der in Anführungsstrichen Nachteil, gerade beim Hanföl und vor allen Dingen natürlich auch häufig verwendeten Rapsöl, ist, dass diese halt auch größere Mengen Omega-6-Fettsäuren noch enthalten. Das gleiche gilt auch für das Walnussöl, das man ja in der kalten Küche auch gut als Omega-3-Quelle verwenden kann. Das heißt jetzt nicht, dass man nur aufs Leinöl setzen sollte, sondern ich sage mal, gerade für die warme Küche kann ich eben halt auch gut zum Braten geeignetes Rapsöl verwenden. Aber natürlich kann ich auch, wenn ich die Aromen mag, Hanföl oder Walnussöl in der kalten Küche gut einsetzen und habe hier halt Öle, die eben eine Mischung aus Omega-6 und Omega-3 liefern, was in Ordnung ist, solange ich halt nicht über andere tierische Quellen zu viel Omega-6-Fettsäuren aufnehme. Danke sehr. Wenn wir uns jetzt eigentlich schon hinbewegen zwischen kalte und warme Küche, Herr Scheiner, wenn wir uns die Herstellung jetzt von Ölen anschauen, gibt es ja kaltgepresste und raffinierte, das sind, glaube ich, zwei Begriffe, die vielen bekannt sind, aber wo relativ unklar ist vielleicht, was das eigentlich heißt. Wären Sie so lieb, das mal bitte so zu erklären? Ja, also man muss einmal mit dem Begriff kaltgepresst ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt den Begriff kaltgepresst, es gibt ja auch den Begriff native Öle. Im Wesentlichen, es sind ein bisschen Unterschiede dabei, aber im Wesentlichen bedeutet beides, dass also mit nicht hohen Temperaturen gearbeitet wird, sondern hauptsächlich ausschließlich mit physikalischen Methoden, also mit Pressen oder im Prinzip das Öl gepresst wird. Das ist, man muss da unterscheiden natürlich zwischen Fruchtfleischölen und zwischen Samenölen. Das ist also ein bisschen technologischer Unterschied. Aber im Wesentlichen ist es so, dass alle sogenannten nativen Öle, die werden also durch Pressen erzeugt und haben dann auch entsprechend gute Mengen auch an sekundären Inhaltsstoffen drinnen. Das betrifft jetzt natürlich die Tocopherole, das betrifft aber auch diverse Aromastoffe, die das Öl dann mehr oder weniger gut schmecken lassen. Der Kollege hat schon gesagt, manche sind Geschmackssache, nicht? Aber all diese sekundären Inhaltsstoffe, die sind dann halt drinnen. Wenn man dann jetzt kommerziell großen Mengen Öl produziert, dann kommt es natürlich auf die Ausbeute an. Und dann muss man natürlich, kann man natürlich auch weiterhelfen mit Extrahierten, also mit Extraktion, sprich also mit chemischen Extraktionsmitteln, die dann sozusagen den Rest herausholen. Und das sind dann Öle, die dann natürlich
in Nachfolge dann auch raffiniert werden müssen, damit sie dann genießbar werden, nicht? Und die haben dann also im Prinzip diese ganzen sekundären Inhaltsstoffe entfernt. Das Tocopherol, das setzt man wieder zu, damit das Ganze auch stabil wird. Aber im Prinzip ist dann bei einem raffinierten Öl das Ergebnis, dass man halt ein geschmacksneutrales Öl hat, das man dann natürlich auch in diversen technologischen Prozessen einsetzen kann. So kurz einmal erklärt ist. Ja. Es ist so, dass es auch bei den sogenannten nativen Ölen, gerade bei den Samenölen, da gibt es schon eine thermische Verfahren, wo man die Samen beispielsweise röstet. Denkt man zum Beispiel bei uns an die Spezialität vom Kürbiskernöl, so, aber auch bei anderen. Und das ist auch durchaus, da spricht man jetzt nicht von sehr hohen Temperaturen, aber von 50, 60 Grad, das geht schon. Und das hat durchaus in der Produktion auch einen positiven Einfluss auf das Öl, weil man da gerade auch zum Beispiel Tocopherole deutlich besser hinausbringt, weil man einfach die Matrix aufbricht damit. Das heißt, es sind Temperaturen so bis 60, 70 Grad, da tut man auch dem Tocopherol nicht weh sozusagen. Und das ist also klassisch gesehen dann kein kaltgepresstes Öl mehr. Da gibt es also je nach Ölart, gibt es da also in den diversen Kodizes Grenzwerte. 27 Grad ist so ein kaltgepresster Grenzwert. Also auch, aber auch wenn das Ganze mit einer gewissen thermischen Vorbehandlung ist, ist das jetzt nicht sozusagen ein hochtechnischer Prozess, sondern das ist also dann immer noch ein natives Öl, wenn man es bezeichnet. Danke sehr. Wir haben gerade eine Frage im Chat, die möchte ich gleich noch hinein mitnehmen. Sie haben vom Kürbiskernöl gesprochen und also Esskultur ist überall ein bisschen anders. Jeder isst überall ein bisschen woanders. Und die Frage im Chat hat es nicht gelautet, Herr Lokowski, ob Sie kurz die Fettmasse einer durchschnittlichen Western-Style-Diet erläutern können und das im Vergleich zu einer ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsweise vegan und Planetary Health Diet, wenn Sie das mal so gegenübersetzen können. Ja, ich würde gerne mit aktuellen Zahlen antworten. Im Vorfeld haben wir das ja auch schon mal diskutiert. In Deutschland haben wir tatsächlich keine sehr guten aktuellen Zahlen. Ich weiß aus nicht veröffentlichten Daten einer Kollegin, der Christine Davczynski, bei uns am Institut, das gilt aber dann für die Region Thüringen in Deutschland, dass wir, und das passt auch zur Nemonit-Studie, wo solche Effekte bundesweit durchaus erhoben worden sind, deutlich über 35 Energieprozent Fettanteil liegen. Wir liegen vor allen Dingen bei der Energieaufnahme deutlich über dem Bedarf. Wir haben zumindest bei uns in der Region so um die 16 bis 18 Energieprozent gesättigte Fettsäuren. Das ist extrem hoch. Wir haben kein Problem bei den MUFA. Da liegen wir tatsächlich so deutlich über 10%. Ich glaube, es sind so um die 14, 15 Energieprozent. Wobei da die MUFA in erster Linie nicht aus den pflanzlichen Quellen, sondern aus häufig tierischen Lebensmitteln kommen, was wir immer gerne vergessen, dass ja auch das tierische Fett sehr viel Ölsäure enthält. Bei den Omega-6 liegen wir zu hoch, da habe ich aber die Zahlen nicht ganz im Kopf, und bei den Omega-3 ganz klassisch zu niedrig. Da habe ich jetzt wirklich keine aktuellen Zahlen. Aber de facto ist es so, dass wir eben den Puferanteil generell zu niedrig haben. Der Omega-6-Anteil aufgrund der hohen tierischen Lebensmittel häufig zu hoch tendiert, weil wir eben Arachidonsäure gerade über Schweinefleisch und andere Quellen auch in größeren Mengen aufnehmen. Bei den Omega-3 häufig zu niedrig liegen, vor allen Dingen in Regionen, wo halt eben viel Sonnenblumenöl oder auch noch Maiskeimöl verwendet wird. Bei der ovo-lacto-vegetarischen und veganen, da kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da konkret Unterschiede sehen. Eine Kollegin hat auch diese Daten, aber da muss ich eingestehen, die Details habe ich nicht im Kopf. Im Vergleich jetzt westliche Diet, Vegetarier, liegen die Vegetarier, die sich auskennen, in der Regel deutlich besser. Wobei wir häufig ein Defizit bei den langkettigen Omega-3-Fettsäuren eben gerade bei den Veganern sehen und bei den Vegetariern, die auf Fisch verzichten. Aber auch da ist, sagen wir, die Datenlage heterogen, weil sich das rumgesprochen hat und viele Veganer und auch Vegetarier mit Mikroalgenölen versuchen, das gegen zu kompensieren. Das heißt also, wir sehen im Shift Fettanteil insgesamt bei den Vegetariern und Veganern einen niedrigeren Fettanteil, einen höheren Anteil an einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wobei eben vor allen Dingen der Unterschied bei den einfach ungesättigten Fettsäuren auch ist, dass es eben dann eher die pflanzlichen Quellen und nicht die tierischen bei den Vegetariern und Veganern sind.
Und bei der Planetary Health Diet, da kann man durchaus diskutieren. Ich sag mal, letztlich geht das in eine ähnliche Richtung wie das, was ja letztlich die DGE und auch, sagen wir mal, das, was vegetarische Mitmenschen ja auch häufig umsetzen. Das heißt, wir haben dort einen natürlich eben entsprechend höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren, weil eben die pflanzlichen Öle dort eine größere Rolle spielen. Und die gesättigten Fettsäuren dann bei korrekter Ernährungsweise auch in der Regel etwas niedriger liegen. Aber ich sage mal, letztlich ist das, was die, das hat die eine Kollegin, die Christine Brombach, glaube ich, mal auf dem DGE-Kongress vor 2 Jahren vorgestellt, der Unterschied zwischen den Empfehlungen der DGE und der Planetary Health Diet gar nicht so groß, was jetzt die reinen Nährstoffrelationen anbelangt und was auch die Zusammensetzung der Fettsäuren anbelangt. Also es geht diese, sagen wir mal, pflanzenbetonte Kost, wie eben heute ja die deutschsprachigen Fachgesellschaften es empfehlen, eigentlich schon sehr gut in diese Richtung der Planetary Healthy Diet gehen. Wir haben tatsächlich eine Arbeitsgruppe dazu bei der DGE, wo wir das gerade mit Modellierungen rechnen. Und man sieht nochmal Abweichungen, aber das sind so in der Größenordnung dann Unterschiede in der Größenordnung von 10-20% bei den einzelnen Nährstoffen. Haben wir vielleicht kurz hineingeworfen, MUFA und PUFA sind eben einfach und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind nur als Fachvokabular kurz ausgedeutscht. Herr Schreiner, wenn wir uns die Öle mit den mehrfach ungesättigten Fettsäuren anschauen, dann sind die ja tendenziell weniger oxidationsstabil und sind dementsprechend auch häufiger in der kalten Küche zu finden. Wieso ist es denn überhaupt schlecht, Fette zu überhitzen und was hat der Rauchpunkt damit zu tun? Ja, das hat eigentlich hauptsächlich mit dem Rauchpunkt zu tun. Bei diesen Dingen ist die Oxidation gar nicht so ein Problem. Das ist eher ein zeitliches Problem. Im Prinzip können Sie jedes Öl erhitzen, solange Sie unter dem Rauchpunkt bleiben. Der Rauchpunkt ist halt hauptsächlich bestimmt durch diese vorher schon erwähnten sekundären Inhaltsstoffe, also meistens Aromastoffe, freie Fettsäuren, die also nativen Ölen ein bisschen höher sind. Das sind also Minorkomponenten. Und die gehen halt beim Erhitzen in die Dampfphase über und dann, wenn eine entsprechende Temperatur erreicht ist, fängt es zu rauchen an. Ja? Und da entstehen natürlich Reaktionen, die nicht gewollt sind. Und es ist halt so, dass bei einem nativen Öl, das kommt jetzt drauf an, aber da ist der Rauchpunkt halt relativ niedrig. Das kann sein um die 120 Grad oder so. Ja? Und Bei einem raffinierten Öl oder sogar bei Ölen, die so explizit fürs Frittieren gemacht sind, da ist der eben deutlich entsprechend höher, zumindest also so hoch, dass also normale Frittiertemperaturen ausgehalten werden. Ja. Das heißt, man kann also durchaus ein natives Olivenöl nehmen, um seinen Knoblauch anzuschwitzen. Nicht? Da ist der Knoblauch eh selbst auch empfindlich. Ja. Wenn man da bei der Pfanne steht und das Ganze in Kontrolle hat, ist das kein Problem. Ja. Aber für das wirkliche harte Frittieren vom Pommes frites und so weiter, da muss man dann eben entsprechend raffinierte Öle nehmen, die entsprechend einen hohen Rauchpunkt haben. Herr Lokowski, wir haben uns jetzt zum Küchenherd gestellt, braten unsere Zucchini an in weiß nicht, sag ich mal, Olivenöl und es fängt an zu dampfen. Einerseits entweicht ja aus der Zucchini Wasser, andererseits erhitzt sich Öl. Wenn die Pfanne raucht, was tue ich jetzt? Woher weiß ich, was ist nur der Wasserdampf und ab wann ist es tatsächlich der Rauchpunkt, der erreicht ist? Da erwischen Sie mich jetzt aber auch auf dem falschen Bein. Also normalerweise, ich vermeide das so heiße Erhitzen, dass das Öl raucht und ich lasse das Öl normalerweise vorher erwärmen, damit ich auch eben an der Öltemperatur schon sehen kann, dass es nicht zu heiß ist, bevor ich dann etwas hineintue. Von daher, das ist tatsächlich schwierig, wobei ich sage mal, man ist auch, wenn man es etwas länger macht, ja auch durchaus am Geruch dann wahrnimmt. Und ich sag mal, wenn Sie jetzt gerade die Zucchini nehmen und die Aubergine, die niedrigeren Temperaturen ja besser sind, weil sie ansonsten auch sehr schnell schwarz werden, ohne dass sie gar werden. Also von daher, wenn Sie in dem Bereich sind, wo die Oberfläche in der Pfanne noch nicht zu schnell zu dunkel wird, dann gehe ich auch eher davon aus, dass Sie den Wasserdampf und nicht den Verbrennungsanteil, also das haben, was das Öl eben in die Gasphase treibt, wenn es eben verraucht. Ja, wenn ich da ganz kurz einmal sagen darf, sehr oft ist das Rauchen, das man sieht, sind die Fettspritzer, die daneben gehen und auf die Herdplatte fallen. Nicht? Das darf man auch nicht verwechseln.
und natürlich auch die partiellen Temperaturen in der Pfanne. Das heißt, wenn man mit empfindlichem Öl etwas erhitzt, dann sollte man daneben stehen und das Ganze auch in Bewegung halten, dass es da zu keinen Hotspots kommt, nicht? Aber wie das in der mediterranen Küche eben verwendet wird, wir sprechen ja meistens vom Olivenöl, so kann man das schon machen, ja. Aber wie gesagt, das ist, also das eigentliche Frittieren, das ist auch eine Kunst per se. Und wissen wir, das ist also nicht die gesündeste Zubereitungsmethode. Aber wir beschäftigen uns auch sehr viel damit, weil das einfach auch eine traditionelle Methode ist und man ja auch diese Röstaromen auch gerne hat, die da entstehen dabei, nicht? Ja, die offiziellen Zahlen, die ich so gefunden habe, das ist quasi, dass man am besten brät bei 140 bis 160 Grad Celsius und am besten frittiert bei 160 bis 170 Grad Celsius. Dann ist es halt ein bisschen schwierig, weil die wenigsten von uns stellen sich mit dem Thermometer in die Küche, in die Pfanne. Aber Herr Lokowski, vielleicht können Sie einfach nur noch sagen, bei welchen Fetten sollte man tendenziell mehr aufpassen, wenn man denn damit jetzt brät? Ja, hier tun wir daheim jetzt auch tendenziell seltener. Im Prinzip haben wir das ja gerade schon gesagt. Ne? Das sind natürlich an sich gerade die Fette, die eben sehr reich sind an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist zum Teil das Sonnenblumenöl, das ist natürlich auch das Maiskeimöl. Beim Rapsöl guckt man natürlich, es gibt die im Supermarkt eben entsprechend auch als zum Braten geeigneten und entsprechend gekennzeichneten Rapsöle. Auch hier gilt natürlich nicht zu heiß. Und in der Regel bedeutet das tatsächlich, also zumindest wenn ich in der Küche tätig bin, sehe ich das bei mir, wenn ich also den Herd auf volle Stufe stelle, dann kriege ich das Öl also auch wirklich zum Rauchen, ja, ohne dass ich was drin habe. Und deswegen sollte man da wirklich gucken, dass man eben nicht auf den höchsten Heizstufen eben das macht. Ich hatte auch mal vor einiger Zeit ein Kamerateam da und der Kameramann war ganz stolz drauf, dass er sein Steak immer mit Walnussöl in der Pfanne gebraten hat, da würde ich dann tatsächlich von abraten. Also da würde ich ein geschmacksneutrales Öl wie Rapsöl empfehlen. Herr Schreiner, korrigieren Sie mich, aber ich sage mal mit einem Olivenöl, wenn es einem schmeckt, kann man das auch machen, aber dann eben nicht mit der Temperatur, wie man das eben normalerweise dann machen würde. Ja, gut. Was ich angesprochen habe mit dem Olivenöl, das ist ja diese Art von Zubereitung, wo man das Öl dann auch mit isst. Ja? Ja. Eigentlich im Frittieren möchte man ja möglichst von dem Öl nichts essen, da ist das ein reiner Wärmeübertrager. Und Sie haben es eh schon angesprochen, also wenn man wirklich frittiert, dann sollte man das am besten in einer Fritteuse machen und dann sollte man auch das Öl nehmen, das fürs Frittieren gemacht ist. Ja, da gibt es eben Zusatzstoffe, das betrifft vor allem auch Antioxidantien. Sie wissen also, die Tocopherole, die im Pflanzenöl enthalten sind, die sind nicht von der Natur gebaut, dass sie auf 180 Grad erhitzt werden, da funktionieren die nicht gut. Da gibt es andere Stoffe drinnen und wenn man wirklich frittiert, dann sollte man sich also ein Frittierfett kaufen und sollte dann auch das Frittiergut so gut abtropfen lassen, dass also dann möglichst also nichts dran bleibt. Es ist erstaunlich wenig Austausch zwischen den Stoffen. Das haben wir so bei einigen Lebensmitteln mal untersucht. Also man findet wirklich nicht viel Frittierfett drinnen im Lebensmittel und auch nicht viel von dem nativen Fett draußen. Da ist erstaunlich wenig Austausch, wenn die Krustenbildung stimmt, ja. Aber es ist eben das Fett, das dann außen anhaftet, das man dann halt mit isst. Ja, danke schön. Also beim Frittieren aufs richtige Öl achten und sonst bei der Pfanne am besten daneben stehen und nicht gleich Vollgas, sondern mal ein bisschen sanfter. Ja, und ganz kurz noch als Zusatz, da gibt es ja also auch diese kritische Temperatur, bei der dann auch das Thema Acrylamid dann beginnt, ja, also auch in 170 Grad, da hat man dann eben auch, je nachdem, was man frittiert, auch Bildung von Acrylamid, die relevant wird. Ja. Können Sie das vielleicht kurz erklären für das Publikum, was dann das Problem mit dem Acrylamid ist? Ja, Acrylamid ist ein Stoff, der entsteht in der sogenannten Maillard-Reaktion. Das ist also, wenn man sozusagen reduzierende Zucker und Protein zusammen hat. Das ist also Maillard-Reaktion, das ist also die Reaktion, die unter anderem diese schöne braune Krustenbildung macht und auch diese guten Röstaromen. Und da entstehen eben 100.000 Stoffe, von denen man die wenigsten kennt, aber beim Acrylamid, da hat man vor mittlerweile auch schon Jahrzehnten herausgefunden, das entsteht leider Gottes auch und das ist eines, das nicht gesund ist. Und da gibt es eben, wie bei anderen Stoffen, auch eine kritische Temperatur, wo diese Bildung halt besonders einsetzt. Und deshalb sollte man also beim Frittieren eben schauen, dass auch dass man diese Temperaturen, das ist immer ein Kompromiss, nicht? Auf der einen Seite möchte man diese Röstaromen haben, ja? Ich kann sagen, jetzt mache ich das Ganze ein bisschen
bisschen weniger Temperatur, aber dann habe ich eben diese Röstaromen nicht. Ja. Und die will man eben auch haben. Ne. Und man muss sagen, also die Industrie, die Großfrittierer, ja, die haben da ihre Aufgaben schon gemacht, die wissen schon, wie man das richtig tut. Es gab einmal jetzt vor ein, zwei Jahren, bevor Corona gekommen ist, gab es einmal die Diskussion eben punkto Acrylamid, wie das Ganze bei den Heimfrittierern und in der Gastronomie aussieht. Nicht? Weil da schaut dann keiner drauf hin. Ich habe halt gesagt, gut, wenn der Wirt mir zweimal die Pommes frites verbrennt, dann gehe ich halt woanders hin, kann man es auch sagen. Aber im Prinzip gab es diese Diskussion, ob man da irgendwelche Regularien einführt. Sicher sehr schwierig, aber das ist in dem Kontext sicherlich ein Thema gewesen. Ja. Kommt sicher wieder. So wie ganz, ganz viele Themen, ja. Von einem Öl gehen wir dann gleich zu einem ganz speziellen über, nämlich dem Palmöl. Also gerade im Punkt Nachhaltigkeit kommt man an dem Thema Palmöl ja gar nicht vorbei. Vor allem die sozialen und ökologischen Folgen der Palmölproduktion in Indonesien beispielsweise sind ja ganz, ganz oft Thema der Kommunikation. Denkt man an gerodete Regenwälder, Lebensraum von Tieren, der verloren geht, oder auch Arbeitsbedingungen, die den westlichen Standards nicht immer entsprechen. Herr Lokowski, etwa die Hälfte des Palmöls, das in der EU verwendet wird, fließt in Biodiesel. Etwa ein Drittel kommt in unsere Lebensmittel. Wie steht es denn da um die ernährungs- und physiologischen Aspekte dahinter? Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich denke, zu den technologischen Aspekten werden wir sicherlich gleich was ja vom Kollegen hören. Physiologisch, Palmfett besteht zunächst mal hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren, vor allen Dingen auch eben entsprechend viel Palmitinsäure. Und damit haben wir natürlich das gleiche Problem wie bei dem, was wir früher mal als tierische Fette bezeichnet haben, dass wir einen sehr hohen Anteil langkettiger gesättigter Fettsäuren haben, wo nach meiner Einschätzung der Literatur eben die Datenlage klar dafür spricht, dass es eben gesundheitsschädliche Wirkungen gibt, insbesondere im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber eine ganz neue Meta-Analyse eben halt auch zeigt, dass die gesättigten Fettsäuren eben nicht nur das LDL erhöhen, sondern tatsächlich die kardiovaskuläre Mortalität, die Gesamtmortalität und auch die Krebsmortalität eben fördern und wir damit eben natürlich dann physiologisch die gleiche Wirkung haben wie im Prinzip beim tierischen Fett und von daher halt eben das Palmfett eben die Empfehlung auch ist, so wenig wie möglich eben letztlich zu uns zu nehmen. Also es ist jetzt nicht gesünder, weil es sich um ein Fett pflanzlicher Herkunft handelt, sondern das Palmfett ist im Prinzip genauso gesundheitsschädlich wie eben tierische Fette anderer Herkunft oder gesättigte Fette tierischer Herkunft. Und sagen wir zumindest auch, was die Wirkung auf den LDL-Cholesterinspiegel anbelangt, haben wir eine ganz klare Assoziation, genauso wie beim tierischen Fett. Das gleiche gilt auch fürs Kokosfett. Ja, sowohl Kokos als auch Palmfett erhöhen halt eben energieabhängig. Je mehr ich davon esse, umso mehr auch den Cholesterinspiegel. Herr Schreiner, wir haben jetzt gehört, es eignet sich nicht unbedingt, um Nachhaltigkeit zu bewerben. Damit jetzt in erster Instanz, also mal, wenn man nach dem aktuellen populären Bild des Palmöls geht, es eignet sich jetzt nicht unbedingt, um es als mega Gesundheitsbooster oder als Superfood zu vermarkten, wie das gerne gemacht wird. Warum verwenden wir den Palmöl? Welche technologischen Eigenschaften hat es denn, dass es so attraktiv wird? Also jeder Produzent bewirbt sein Öl als super, super toll. Und das war aber eigentlich nie wirklich dazu gedacht, dass es jetzt ein tolles, tolles, gesundes Öl ist. Das Problem, das wir jetzt eigentlich noch nicht besprochen haben, war jenes der Transfettsäuren. Weil früher hat man eben Pflanzenöle gehärtet, ursprünglich war das also für die Margarineherstellung, weil man eigentlich ein billiges Butterersatzfett wollte. Und dann ist man draufgekommen, dass diese Transfettsäuren nicht wirklich gesund sind und man musste dann, also das war jetzt etwa vor 15 Jahren, hat man in den USA eine verpflichtende Deklaration von Transfetten, da muss man jetzt vorne den Transfettgehalt draufschreiben und da hat dann eigentlich die große Industrie umgestellt und geschaut, dass sie so transfrei produziert. 2009 ist dann in Österreich die Transfettsäureverordnung gekommen. Das hat dann teilweise ein bisschen gedauert, aber im Prinzip hat man diese Transfettsäuren, diese gehärteten Fette rausgebracht aus dem Sortiment sozusagen. Und da gibt es eigentlich, wenn man es genau betrachtet, eine Alternative, das ist das Palmfett, weil das ist ein pflanzliches, festes, es ist ein festes Fett, hat natürlich keine Transfettsäuren und es gibt keine Alternative eigentlich dazu an einem natürlichen,
festen Pflanzenfett. Ja. Der Kollege da. Ja, der Punkt ist ja auch, dass es ja auch bei Zimmertemperatur fett sein muss. Wenn man sich denkt, wenn man andere Fette kühl stellt oder so, dann werden sie auch fester, aber bei Zimmertemperatur geht es ja. Jetzt zeige ich Ihnen was. Ich habe da was mitgebracht heute im Labor gefunden. Das ist ein rohes Palmöl oder Palmfett. Man sieht, das ist also orange, weil da viel Beta-Carotin ist. Aber ich weiß nicht, ob man sieht. Also es ist so halb flüssig und halb fest. Also man kann das gut fraktionieren. Das Wichtige ist eben der feste Anteil. Ja. Den kann man für alle möglichen Dinge verwenden. Ja. Jetzt rede ich einmal vom Kakaobutterersatz, also vom Schokoladeersatz, weil Kakaobutter ist auch Mangelstoff. Ja. Aber in der Industrie braucht man natürlich wahnsinnig viel feste Fette. Ja. Das ist jetzt nicht nur für ja, auch Aufstriche, ja, auch natürlich Margarine, aber zum Beispiel jetzt im ganzen Süßwarenbereich, auch in dem Instant-Bereich, also Suppenwürfel. Ja. Und das war, wenn man sich erinnert, früher waren die Suppenwürfel ganz fest. Ja. Das war das gute Transfett mit 30% Transfettanteil. Und jetzt sind die so ein bisschen weicher geworden. Ein gutes Beispiel auch, es darf man keine Werbung machen, da gibt es einen bekannten Haselnussbrotaufstrich. Ne. Der war früher ganz, ganz trocken. Das war so ein trockenes Ding, das war Transfett. Ja. Und jetzt ist das halt so ein bisschen glänzend und zieht sich ein bisschen. Das ist Palm. Ja. Also man hat da sehr viel umstellen müssen, aber im Wesentlichen gibt es da keine wirklich tragfähige Alternative zu einem festen Fett. Ja, der Kollege hat angesprochen, Kokos, ja, das ist auch fest. Es kommt aber auch aus den Tropen und hat also noch wesentlich mehr Ressourcen, wesentlich mehr Platzverbrauch pro Ertrag. Ja. Also es gibt einige andere Fette noch, ja, was weiß ich, Schierbutter und so weiter, aber sind alles tropische Fette, ja, und haben alle dasselbe Problem. Das ja, ich habe da die Zahlen herausgesucht. Ne? Also auf einem Hektar Farmfläche bekommt man von Palmöl bei der Ernte 3,5 bis 4 Tonnen. Wenn man das jetzt vergleicht mit Raps, sind wir nur bei 0,7 Tonnen. Das ist ein beinahe Faktor 3. Und für Sonnenblumen ist es 0,6 Tonnen und Soja beispielsweise auch nur 0,4 Tonnen. Also die Flächeneffizienz ist tatsächlich eine, die ein großer Faktor spielt. Ja gut, aber der Vergleich hinkt natürlich, weil das eine ist ein tropisches Fett und das andere, die sind keine Konkurrenten, nicht? Ja, Sie haben auch gesagt, das ist ja doch die einzige wirklich feste Fettsorte. Also. Ja klar, weil natürlich, das habe ich zuerst gesagt, mit den Doppelbindungen, nicht? Dort, wo das Klima warm ist, da brauchen es nicht so viele Doppelbindungen und der Raps, also in den kühleren Regionen, der ist halt ungesättigt. Ja, ich habe auch etwa 17% des globalen Palmölbedarfs gehen nach Nordamerika und Europa. Also der soziale Aspekt, der ja auch oft genannt wird, wird ja auch oft genannt, dass man gesagt hat, ja, man boykottiert das Palmöl, wir nehmen einfach kein Palmöl, wir versuchen es einfach komplett aus unseren Produkten rauszunehmen, unabhängig von der Tatsache, dass Sie gesagt haben, schon technologisch ist es schwierig, da was zu finden, dass irgendwie eine Alternative wäre, auch sozial. Gerade Europa und Nordamerika sind ja die Staaten, die sozialen Bedingungen mit Zertifizierungen, also sowohl Umwelt- als auch Arbeitsstandards versuchen zu heben. Die größten Abnehmer von Palmöl sind aber tatsächlich asiatische Märkte. Ich habe gefunden, dass China, Indien und Pakistan diejenigen Länder sind, die am meisten verbrauchen. Wenn wir uns das überlegen, wenn die westlichen Staaten sich aus dem Palmöl komplett zurückziehen würden, würde diese 17% vermutlich nach meiner Einschätzung doch gut kompensiert werden von dem großen asiatischen Markt. Das ist auch eine Sache, die, ich glaube, der WWF hatte auch mal eine Broschüre, kein Palmöl ist auch keine Lösung, jedenfalls ein Punkt ist, der durchaus ein bisschen diversifizierter betrachtet werden muss. Ganz sicher. Ich glaube, da sind wir jetzt alle nicht ganz vom Fach, ja, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich das Palmöl in den Produzentenländern natürlich auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor ist. Und man kann jetzt auch nicht sagen, man schaltet das ab, dann haben die Länder auch wenig davon. Also die Sache hängt also da wirklich global relativ kompliziert zusammen. Naja, ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist natürlich, wir brauchen es technologisch, aber wir brauchen es natürlich am Ende für technologische Herstellung von Lebensmitteln, die wir nicht unbedingt empfehlen. Also das heißt, ob das jetzt mengenmäßig zum Tragen kommt, ist sicherlich der eine Aspekt, was die Umwelt anbelangt.
Aber hinsichtlich der Gesundheit muss man natürlich sagen, dass es gerade eben auch die Lebensmittel sind, die wir eigentlich eher weniger verzehren sollten. Sie haben ja Süßigkeiten angesprochen. Ich glaube, physiologisch brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob jetzt Kakaobutter oder Palmfett am Ende des Tages gesünder ist oder nicht. Am Ende haben wir ein Lebensmittel, das eben ein Genussmittel sein soll und nicht in den Mengen konsumiert werden sollte, wie wir das heute tun. Das heißt, also mit, sagen wir mal, höherwertigeren Lebensmitteln und dann lieber etwas weniger gegessen werden, würden wir da auch sicherlich unseren Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Und wie Sie gesagt haben, also beim Palmfett natürlich, wenn Sie andere Verwendungszwecke haben, müssen wir erstmal dort auch über Alternativen nachdenken. Aber letztlich ist natürlich gerade das Thema eben verarbeitete Lebensmittel der Punkt, wo wir halt eben große Mengen heute eben von Palmfett verbrauchen. Und das wird die Welt nicht gesünder machen, aber es ist natürlich auch gerade im Rahmen der Planetary Health Diet ein Aspekt, ja eben zu sagen, wir werden, wenn wir eben 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, und das auch gesund machen wollen und nachhaltig machen wollen, Lösungen finden müssen, wo wir damit leben, dass wir Ressourcen oder Quellen wie Palmfett einsetzen, sie aber dann eben so kultivieren müssen, dass wir eben unsere Ressourcen möglichst schonend belasten und vor allen Dingen auch nachhaltig eben bewirtschaften. Und ich glaube, das ist halt im Moment häufig das größere Problem, was wir haben, dass eben die Produktionen weltweit nicht wirklich nachhaltig sind. Ich glaube, da müssen wir deutlich mehr noch drüber nachdenken. Ja, kann einmal kurz ins Bild halten, wer sich mit dem Thema Palmöl noch ein bisschen genauer auseinandersetzen möchte. Wir haben 2017 mal ein Magazin dazu herausgegeben, das gibt es bei uns auf der Webseite. Also wer sich denkt ja über Palmöl, möchte sich unbedingt noch näher informieren, gerne einfach mal vorbeischauen. Das Inhaltsverzeichnis ist eh gleich online, kann man sich gut anschauen. Wir verlassen das Thema Palmöl, harter Cut, Themenwechsel. Und gehen wieder in Richtung Fettaufnahme. Herr Lokowski, Sie haben vorhin uns ein paar Zahlen aus Thüringen genannt mit rund 38% Prozent Fett an der Gesamtenergieaufnahme zum Tag. Im österreichischen Ernährungsbericht 2017 gibt es eine mittlere Zufuhr von 36,8% angegeben. Also es ist ungefähr ähnlich. Sie haben ja auch gesagt, dass der Körper relativ adaptiv ist. Nichtsdestotrotz, was hat denn das Fett eben jetzt für konkrete Auswirkungen? Ein paar haben Sie schon angesprochen, wenn Sie es einfach nochmal anführen, bitte. Ja, also einen wesentlichen Faktor, den ich vielleicht gleich zu Anfang ansprechen möchte. Wir reden ja in der Regel immer bei den Empfehlungen von Energieprozent, also dem relativen Anteil, den das Fett am Energiezufuhr eben liefert. Was immer gerne verschwiegen wird oder vergessen wird, ist dabei, dass wir über eine isokalorische, also bedarfsgerechte Energiezufuhr sprechen. Und ich glaube, da ist nämlich dann auch unser größeres Problem. Also wir haben nicht nur eine generell zu hohe Fettzufuhr, was die Relation anbelangt, wir haben vor allen Dingen absolut gesehen eine zu hohe Zufuhr, weil wir natürlich, und das sehen wir an den Körpergewichtsentwicklungen in den westlichen Industrieländern, wo wir mit dem Lebensalter und auch eben über die letzten Jahrzehnte hinweg eben eine stetige Zahl oder einen immer größer werdenden relativen Anteil an adipösen und schwer adipösen Menschen haben. Und das ist sicherlich auch eben der Punkt, weshalb eben viele Jahre lang und auch viele Kollegen immer noch sagen, ja, vielleicht sollten wir nicht so fettreich essen, weil natürlich aus Beobachtungsstudien schon seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, dass Menschen, die sich sehr fettreich ernähren, eher zu einem höheren Körpergewicht tendieren. Das sind jetzt keine Interventionsstudien oder also keine Kausalitätsableitungen, aber das ist eben das, was man epidemiologisch häufig gesehen hat. Wobei man da natürlich auch gucken muss, ob aktuelle Zahlen das so widerspiegeln. Bei einer Ernährung, die eben halt doch wesentlich mehr raffinierte Stärke und zugesetzten Zucker heute enthält als vor 30, 40 Jahren. Da muss man eben auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Aber de facto, es gibt diese Beobachtung. Das war halt auch einer der Gründe, warum man immer gesagt hat, wir drücken lieber die Fettzufuhr etwas nach unten. Nicht nur, weil das Fett oder einzelne Fettsäuren gesundheitsschädlich sein könnten, sondern eben, weil wir auch diese Assoziation mit dem Übergewicht sehen. Und letzten Endes, auch das zeigen Studien ganz klar, am Ende ist einfach die Frage, wie viel Energie ich aufnehme. Es ist egal, ob die Energie aus dem Fett oder den Kohlenhydraten stammt, es ist am Ende in beiden Fällen zu viel. Und das sehen wir ja gerade bei kardiometabolischen Erkrankungen wie dem Diabetes sehr, sehr schön.
dass Menschen halt eben unabhängig davon, wie sie es schaffen, aber am besten von der Gewichtsreduktion profitieren. Also wenn sie bei jungen Diabetikern oder wo der Diabetes sich noch nicht zu lange manifestiert hat, es schaffen, wirklich eine massive Gewichtsreduktion hinzubekommen, dann haben sie eigentlich eine gute Chance, auch eine Remission des Diabetes zu erreichen. Und da ist es dann in der Regel egal, ob sie das erstmal initial über eine Formula-Diät, über DGE oder wie auch immer machen. Ja, da ist also die Kalorienrestriktion wirklich das Entscheidende und wir haben eine klare Korrelation, je mehr Remission, je größer die Gewichtsreduktion ist. Und das ist interessanterweise sogar bei nicht übergewichtigen Diabetikern so. Also selbst schlanke Diabetiker, die ihr Körpergewicht reduzieren, kommen häufiger in eine Remission. Das heißt also letztlich auf den Punkt gebracht, Fett oder Kohlenhydrate, wenn es beides die falschen sind, ist es gesundheitlich beides wurscht. Und am Ende ist es die Menge an Energie, die eben bei uns auf der Rippe landet und eben das Hüftgold verursacht. Und das schaffen wir halt eben nur, wenn wir es eben hinbekommen, so viel Energie auf Dauer aufzunehmen, wie wir eben halt auch im Durchschnitt verbrauchen. Wenn man es trotzdem im Produkt hernehmen und sagen, gut, Fett hat jetzt mit 9 Kilokalorien mehr als Kohlenhydrate, jetzt mit 4 Kalorien, gut, sagen wir, wir nehmen es als Ansatz und versuchen quasi in einem hypothetischen Produkt, das wir jetzt erstellen, diesen Fett Gehalt einfach zu verringern, mit dem hehren Ziel, die Kalorienzufuhr auch herunter zu regulieren. Herr Schreiner, vor welchen Problemen stehen wir denn da? Naja, gut, wir haben zuerst schon besprochen, was Fett für eine Funktion hat, jetzt allein von der Konsistenz des Lebensmittels. Und wenn man das jetzt technologisch reduzieren will, dann verändert man natürlich die Eigenschaften. Und da muss man das reformulieren und irgendwas anderes zusetzen, was diese Eigenschaften möglichst gut widerspiegelt. Und das ist im Wesentlichen, ist das Wasser mit Verdickungsmitteln, oder also Hydrokolloide. Ja. Also das klassische, das kann also Pektin sein oder Gelatin oder Guar oder was auch immer. Aber das Prinzip ist eben, dass man Wasser bindet. Das hat für den Produzenten natürlich auch den Vorteil, dass Wasser nichts kostet in dem Kontext. Das Ganze hat natürlich Grenzen, weil jeder Schritt in diese Richtung ein Kompromiss ist. Nicht? Man kann das ist genauso wie bei den Zuckerersatzstoffen. Nicht? Es gibt keinen einzigen, es gibt welche, die sehr süß sind, aber es gibt keinen einzigen, der nur süß ist und keinen unangenehmen Nebengeschmack hat. Und das ist dann eben die Aufgabe der Produktentwicklung, dass man dann dort hineintrifft, wo man eben eine Konsumentenakzeptanz hat und trotzdem einen Effekt hat. Ja. Also es ist letztlich immer ein Kompromiss. Ja, das heißt, wir nehmen uns so ein bisschen mit, eventuell einfach ein bisschen mehr genießen und dafür weniger davon, also Qualität vor Quantität. So das klassische Paracelsus-Prinzip so ein bisschen. Und Herr Lokowski, wenn wir es noch quasi als Abschlussfrage so noch mitnehmen, wenn wir jetzt sagen Qualität vor Quantität, quasi wo kann man am besten dazu beitragen, seine Fettaufnahme jetzt zu optimieren, ist, wenn wir wirklich tatsächlich an die Produktbasis denken so? Ja, am besten sind es die unverarbeiteten Lebensmittel tatsächlich. Ja, also ich sag mal, was wir tatsächlich sehen, das sehen wir auch bei anderen Nährstoffen. Wenn Sie zum Beispiel Nüsse eben als Ganze essen, resorbieren Sie weniger Fett, als tatsächlich in Nüssen drin ist oder als wenn Sie das in Form die gleiche Menge Öl eben aus den Nüssen rauspressen würden. Das heißt, der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel hat Einfluss auf die Verfügbarkeit der Mikronährstoffe, Vitamine, aber natürlich eben auch auf die Makronährstoffe. Und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt mal hinsichtlich Gewichtsreduktion denke, da gibt es in Nüssen auch sehr, sehr schöne Studien. Wenn ich das nicht Sie da, Entschuldigung, nur ganz kurz unterbrechen, zu verarbeitenden Lebensmitteln hatten wir den ganzen eigenen Live-Talk bereits im Vorfeld. Okay. Also, da können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach gleich direkt quasi ein paar Folgen weiter vorher anschauen, was da die Experten dazu gesagt haben. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Na, alles gut. Vielleicht nur bei den Fetten dann direkt bleiben. Welche Fette, wie Sie eben vorher gesagt haben, das Leinöl war ein Beispiel. Ja, also es sind tatsächlich die Pflanzenöle, wobei ich persönlich immer empfehle, gerade was eben die Geschmacksneutralität anbelangt, eben Lebensmittel zu nehmen, die eben mit Rapsöl gemacht werden. Das sind beispielsweise, wenn ich jetzt in Richtung von Lebensmitteln, die reformuliert werden können, nachdenke, dann sind das ganz viele pflanzliche Brotaufstriche, die häufig mit Sonnenblumenöl gemacht sind, wo man eben, wenn man sie zum Beispiel auch selber macht,
dann eben mit Rapsöl wesentlich bessere Ergebnisse physiologisch erzielt, weil ich eine bessere Fettsäurezusammensetzung hinbekomme. Dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze bei Lebensmitteln, wenn ich dort gucke, natürlich eben auf den Gehalt und die Zutatenliste schauen sollte und dann eben gucken sollte, dass ich, egal welches Lebensmittel es ist, natürlich eben auf Basis von Omega-3-fettsäure-reicheren Ölen Produkte auswählen sollte. Das ist schon ein ganz wesentliches Element und halt eben in der Küche nach Möglichkeit Produkte wählen, die eben mit pflanzlichen Ölen als Basis gemacht worden sind. Eine Frage im Chat hatten wir noch, und zwar, ob es schon Untersuchungen gibt, ob der Nutri-Score, der jetzt in Deutschland schon ein bisschen länger ist, die ob es quasi schon Daten gibt, ob dieser die Aufnahme der Bevölkerung von Fett bzw. Fettsäuren in eine gewünschtere Richtung lenken konnte. Ja, also ich weiß keine Daten aus Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob das Monitoring in Deutschland funktioniert. Es gibt vom Erfinder des Nutri-Scores tatsächlich Untersuchungen, dass die Verwendung von solchen Labels, wenn man sie richtig einsetzt, dann auch eben zu einer verbesserten Nährstoff- und Energiezufuhr beitragen können. Der Nutri-Score alleine reicht dafür leider nicht. Dazu muss man zum einen, braucht man Ernährungsbildungskonzepte, die dem Verbraucher auch erklären, was der Nutri-Score macht, nämlich nicht zu sagen, alles, was grün ist und ein A ist, ist automatisch gesund, sondern dass es mir nur hilft, innerhalb einer Produktgruppe Lebensmittel auszuwählen, die von ihrer Zusammensetzung her günstiger sind als andere. Also ich kann Müslis miteinander vergleichen, ich kann Wurst miteinander vergleichen, aber ich kann nicht das Olivenöl mit einem Müsli vergleichen, weil eben aufgrund des Fettanteils und der gesättigten Fette auch ein Olivenöl schlecht abschneiden würde. Und wenn man auf Bevölkerungsebene denkt, dann muss die Verwendung eines solchen Scores flächendeckend als verpflichtende Maßnahme eingesetzt werden. Also auch da gibt es ganz schöne Daten dazu, dass eben die nicht lückenlose Verwendung eines solchen Scores, also die freiwillige Verwendung, wie sie in Deutschland eben möglich ist, nicht zu den gewünschten Wirkungen führt. Ansonsten in Kantinen, wo das durchgängig gemacht wird, hat man sehr schöne Effekte gesehen und auch beim Einkaufsverhalten. Aber es hört sozusagen die regulatorische Maßnahme der Pflicht und auch die Maßnahme der Ernährungskompetenzvermittlung dazu, damit solche Tools eben vernünftig eingesetzt werden können vom Verbraucher. Auch zu dem Thema Nutri-Score und Front-of-Pack-Labeling haben wir bereits einen extra Talk schon gehabt. Also auch da können sich die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielleicht, dass sie auch im Nachhinein das Video noch sehen, noch gleich weiterklicken. Ich glaube, ein Punkt, der ganz, ganz essentiell dabei jetzt auch noch herausgekommen ist, ist quasi durchaus Ernährungsbildung und Wissen ganz essentiell ist, auch als Mediator tatsächlich auch für gesundheitsförderliches Handeln und Verhalten im Rahmen eines gesamten Lebensstils, zu dem immer alles Mögliche dazugehört. Also dementsprechend würde ich sagen, nachdem wir keine Fragen mehr im Chat sind, haben wir einen sehr, sehr großen, schönen Bogen geschafft. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema Fett zu plaudern. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fürs Dabeisein. Sollten Sie eine Teilnahmebestätigung benötigen, schreiben Sie uns einfach eine Mail, dann bekommen Sie die im Laufe der kommenden Woche. Und an den monatlichen Newsletter darf ich Sie auch noch erinnern, wenn Sie immer up-to-date bleiben wollen, was unsere Veranstaltungen, Magazine etc. betrifft, dann abonnieren Sie den doch einfach und Sie bekommen monatlich ein kleines Update von uns nach Hause geschickt. In diesem Sinne bleibt mir noch nur noch übrig zu sagen, vielen lieben Dank, haben Sie noch einen schönen Nachmittag, Abend und auf Wiedersehen.